Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung erfahren, zum Thema Digitalisierung kann man nicht kopieren, gibt es schlechte Nachrichten, es gibt nämlich keine Musterlösung. Und ich bin total gespannt auf den jetzigen Redner und bin auch, und ich habe es ihm schon gesagt, ich bin ein bisschen beeindruckt, weil Sascha Friesecke ist 34 Jahre und es ist nicht seine erste Professur, wie ich heute gelernt habe, sondern schon bei der zweiten Professur. Ich habe mir gedacht, ich bin irgendwo falsch abgebogen mit meinen 43, also ich bin durchaus beeindruckt und viel Spaß mit dieser Vorankündigung bei dem Thema Digitalisierung kann man nicht kopieren. Ganz viel Spaß. Ja, schönen guten Tag. Ich habe gestern gelernt über wissenschaftliche Scheinriesen, dass je näher man sich den Menschen nähert, desto menschlicher wirkt es dann doch, was passiert. Von daher werden wir mal gucken, wie beeindruckend das alles ist. Also, ich bin Professor in Amsterdam zu einem Thema, das ist ein riesengroßer Forschungsbereich, zum Thema digitale Innovation. Und ich wollte ein bisschen was erzählen, was mir immer auffällt, wenn ich zu so Digitalisierungsevents eingeladen werde. Da überlegt sich irgendjemand, wir brauchen da jemanden mit so vielen Titeln davor und der Friesecke, der redet ja gern, schicken Sie den da mal hin. Und dann höre ich mir viele dieser Vorträge an und da werden immer wieder Sachen behauptet. Und ich gucke dann meinen Nachbarn an und denke, das stimmt doch wissenschaftlich nicht. Und alle sagen dann super und applaudieren. Und ich wollte ein paar von diesen Themen heute mal besprechen, über die ich immer wieder stolper, wo ich sage, das ist eigentlich nicht so ganz, was wir in der Wissenschaft wissen. Und dass eigentlich dieses ganze Digitalisierungsthema viel, viel komplexer ist, als wir denken. Ich fange mal an mit einem ganz einfachen Beispiel. Ein Kollege von mir ist aus dem Iran. Der war zum Urlaub im Iran, kommt wieder, sagt, er hat dafür Digitalisierung, super Geschichte. Im Iran gab es so eine Art Foodora, so einen Lieferdienst für Lebensmittel und der wäre auch jetzt ins Taxigeschäft eingestiegen. Und das funktioniert so, man hat eine App, über die App kann man ein Taxi bestellen und die Taxifahrer, die die besten Bewertungen haben, bekommen die meisten Fahrten vorgeschlagen. Und er erklärte, vorher war Taxifahren im Iran die Hölle. Weil man hat wohl lange diskutiert, bis man einen Preis gefunden hat. Dann wurde man irgendwo hingefahren. Auf einmal hatte sich der Preis verdreifacht. Dann wurde laut geschrien. Dann wurde erklärt, man müsse drei Kinder durch die Schule bringen und so weiter. Irgendwann hat man viel zu viel gezahlt. Koffer wurden aus dem Fenster geworfen. Und er meinte, Taxifahren jedes Mal, wenn er seine Familie besuchen ist, war immer der Horror. Jetzt 180 Grad Wendung. Das sei komplett revolutioniert, das Taxifahren im Iran, durch eben diese App. Je besser der Fahrer bewertet ist, desto mehr Leute werden ihm vorgeschlagen. Und er meinte, da wird einem die Tür aufgemacht, die Taxis sind auf einmal sauber, Leute sagen Hallo, Danke und auf Wiedersehen, die Koffer werden rausgetragen und am Ende wird gefragt, wenn alles nett war, ob man eine positive Bewertung abgeben könnte. Und er sagte, ah ja, da haben wir so eine Art Musterlösung, so kann man Digitalisierung irgendwie einführen. Und dann treffe ich eine Freundin, die war in Malaysia im Urlaub und sagt, also in Malaysia Urlaub, das ist die absolute Hölle. Früher sei das alles schön gewesen, da gibt es so lokale Bed and Breakfasts, Familien, die irgendwie da ein kleines Haus umgebaut haben, dass man übernachten kann. Das sei alles ganz nett gewesen und die hätten ja immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. Da kommen Touristen, sagen, wir haben online folgendes Zimmer zu folgendem Preis gebucht. Wir hätten gerne ein größeres Zimmer, wir würden gerne weniger zahlen, ansonsten hinterlassen wir eine schlechte Bewertung. Und das ist der genau gleiche Effekt, den man quasi kopiert hat. Der gleiche Funktionsmechanismus, den man kopiert hat, und man hat genau den gegenteiligen Effekt. Und das sehen wir, wenn wir über Digitalisierung reden, ganz häufig. Vor 5 Jahren, arabischer Frühling hieß es, soziale Medien sind das Rückgrat der Demokratie. Letztes Jahr hatten wir diese, vorletztes Jahr hatten wir diese merkwürdige Wahl in den USA und seitdem heißt es, Digitalisierung, soziale Medien ist die größte Gefahr für die Demokratie. So, ich habe ein paar Themen mitgebracht. Eins ist, wir brauchen jetzt eine App. App kann man durch alles andere ersetzen. Wenn wir Produktentwicklung an der Uni unterrichten, dann teilt man eigentlich so ein Semester in 3 Teile auf. Erste Drittel unterhält man sich nur darüber, was eigentlich das Problem ist. Dass Ingenieure, dass Produktentwickler verstehen müssen, was ist das Problem, was wir lösen wollen, wie wir wirklich einen Nutzen stiften können. Zweite Drittel ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Technologie kann dieses Problem lösen. Und das dritte Drittel ist, zu gucken, ob das wirklich zusammenfasst und so lange zu iterieren, bis es wirklich klickt. Bei Digitalisierung sind Firmen davon überzeugt, dass dieses eigentlich Grundverständnis von Produktentwicklung nicht mehr gilt und laufen immer damit los, dass sie sagen, wir brauchen jetzt diese Technologie.
Wir wissen nicht genau, welches Problem wir eigentlich damit adressieren können und ob das irgendwas löst, aber wir brauchen diese Technologie. Momentan, ich weiß nicht, wie viele Vorträge ich gehört habe oder wie viele Fragen und Gespräche ich hatte mit Finanzdienstleistern in den letzten Monaten darüber, dass sie jetzt Blockchain einführen wollen. Nie habe ich verstanden, welches Problem damit gelöst werden wird, aber sie haben gesagt, ich höre das immer, wir müssen das jetzt auch machen. Und dieses App kann man quasi durch alles ersetzen. Ich habe das damals, wir brauchen jetzt eine App genannt, weil das kommt von den deutschen Kfz-Versicherern. Die deutschen Kfz-Versicherer haben nämlich vor ein paar Jahren sich überlegt, wir brauchen jetzt alle eine App für einen Schadensfall. Und dann haben sie irgendwie Agenturen beauftragt, Apps zu entwickeln für den Schadensfall. Können Sie gucken, hat wahrscheinlich Ihre Kfz-Versicherung auch. Und dann haben Sie Folgendes festgestellt, als Sie diese Apps für viel Geld eingekauft haben und in den App Store gepackt haben, dass Leute relativ selten einen Autounfall haben, ein bis zweimal im Leben, dass es ein relativ emotionales Erlebnis ist, wenn man das hat, und dass der erste Impuls, den so Menschen haben, nicht ist, im App Store zu gucken, ob es dafür eine App gibt. Haben die alle und haben da sehr viel Geld versenkt. Zweite Thema. Was ich immer höre, Innovation bedeutet immer, Dinge zu verbinden. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Das ist so die Idee von crossfunktionalen Teams, dass man sagt, Leute haben ein gewisses, im Englischen hat man diesen schönen Begriff von einem Knowledge Pool. Wir haben quasi, unser Wissen liegt irgendwie in so einer Art Swimmingpool. Und wenn wir Leute zusammenbringen, die den gleichen Hintergrund haben, dann vergrößert sich dieser Knowledge Pool nicht wahnsinnig. Deswegen haben wir ganz oft crossfunktionale Teams, damit die sich gegenseitig mit neuen Sachen inspirieren können. Und ganz viel, wie wir heutzutage Arbeit organisieren, ist organisiert durch diesen Gedanken, dass wir Dinge zusammenbringen müssen. Ich arbeite, seit ich in Amsterdam bin, in einem Großraumbüro. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Großraumbüro hat. Ich werde für drei Dinge bezahlt. Eigentlich fürs Denken, fürs Lesen und fürs Schreiben. Was braucht man für diese drei Dinge? Ruhe. Genau, was habe ich nicht in einem Großraumbüro? Es gibt da ganz interessante Studien, die sich angeguckt haben, dass in vielen Berufen Menschen inzwischen 80% ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt sind, Informationen von A nach B zu tragen, in Meetings zu sitzen, auf E-Mails zu antworten oder in Instant-Messengern zu hängen oder von irgendwem unterbrochen zu werden im Großraumbüro von der eigentlichen Arbeit. Das heißt, wir haben so ein umgedrehtes Pareto-Prinzip. Wir arbeiten nicht mehr, wir treffen uns darüber zu reden, was man mal arbeiten könnte und stellen dann einen Praktikanten ein, der das machen muss. Ja. Ich war bei Microsoft in dem, die haben so eine neue Europazentrale in München. Da sind, glaube ich, 1300 Plätze für 1800 Mitarbeiter. Und die Idee ist, dass es sowieso sei nicht so gut, weil es ein bisschen laut da, deswegen kommen nicht so viele und da braucht man nicht so viel Platz. Die arbeiten dann von zu Hause. Das mache ich inzwischen auch oft, weil da stört keiner. Das ist eine ganz interessante Studie, die haben sich angeguckt, was ist denn diese Unterbrechung, die wir ständig haben eigentlich in unserem Arbeitsablauf. Weswegen ich das eigentlich sagen wollte, sehr viele, wenn wir uns angucken, wie wissenschaftliche Durchbrüche entstehen, dann entstehen die ganz oft, weil Leute, die sehr viel Ahnung von einem Thema haben, sich beispielsweise zusammensetzen, in Klausur gehen, sich abschotten, lange darüber nachdenken und dann ein Ergebnis produzieren. Unmöglich in einem Großraumbüro. Es gibt eine interessante Studie, die haben sich damit beschäftigt, was bedeutet denn eigentlich diese Unterbrechung für unseren Arbeitsablauf? Und haben drei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe konnte irgendwie ungestört, die haben einen Aufsatz geschrieben, ungestört einen Aufsatz schreiben, um zu gucken, wie viele Fehler sind da drin. Die zweite Gruppe wurde immer wieder unterbrochen und die dritte Gruppe war bekifft. Das war irgendwo in den USA, wo das möglich ist, wo es legal ist. Diese Studien werden ja immer an so Universitätscampi durchgeführt, da ist es relativ einfach, Probanden zu finden, wenn man sowas macht. Jedenfalls das Ergebnis war, dass natürlich diese Ungestörten deutlich besser gearbeitet haben als die anderen zwei Gruppen, aber die Kiffer haben die outperformed, die unterbrochen wurden. Man macht sich überhaupt nicht klar, was für ein Aufwand für so mentale Rüstzeiten man eigentlich hat, wenn man jemanden unterbricht und sagt, könnte man mal kurz. Ich hatte meinen Kollegen, jedes Mal, wenn ich an dessen Schreibtisch vorbeigelaufen bin, war der in seiner Inbox. Ich glaube, der hat den ganzen Tag nur darauf gewartet, dass jemand ihn unterbricht, dass er das beantworten kann. Nächstes, was ich mitgebracht habe, ist, man kann Innovationen gar nicht überschätzen. Das hört man auch immer wieder bei diesen Digitalisierungsevents. Da gibt es dieses Beispiel von Steve Ballmer, dem hat man das iPhone gezeigt und dann hat er laut angefangen zu lachen und hat gesagt, zu dem Preis ein Handy ohne Tastatur, das wird sich niemals verkaufen. Dieses Video haben Sie sicher alle mal gesehen. Das wird eigentlich immer benutzt, um zu sagen, Vorsicht, wir sollten neue Technologien nicht unterschätzen. Das ist das Beispiel von Charlie Chaplin. Charlie Chaplin hat gesagt, Kino, das wird sich nicht durchsetzen, das ist Dramaturgie aus der Konservendose, das möchte keiner.
Diese Beispiele werden immer benutzt, um zu sagen, Vorsicht, also Innovation in Zukunft kann man gar nicht, Blockchain, das wird alles revolutionieren, oder Virtual Reality, man soll bloß nicht unterschätzen, dass bald alle da sitzen und Fernsehen auf dem Sofa mit so einer Brille, wer da gegen was sagt, das ist immer gefährlich. Und was ich mitbringen wollte, ist, dass es eigentlich auch genau das gegenteilige Konzept in der Wissenschaft gibt, das nennt sich Pro-Innovation Bias. Und das ist die hoffnungslose Überschätzung einer gesellschaftlichen Wirkung einer Innovation. Das wird gerne unter den Tisch gekehrt. Da gibt es ein schönes Beispiel. 1986 war Roger Smith, hieß der, war der CEO von General Motors. Bevor der CEO wurde, war General Motors die größte Autofirma der Welt. Jetzt danach nicht mehr. Und der hat 1986 den PC gesehen und hat gesagt, also zum Ende des Jahrtausends werden wir in einer komplett papierfreien Gesellschaft leben. Das habe ich mir ausgedruckt, dass ich weiß. Und das passiert ständig. Ich habe eine ganze Menge Forschung gemacht zu 3D-Druck. Und vor 5 Jahren hieß das irgendwie, die neue industrielle Revolution kommt durch den 3D-Druck. Und wir sind immer um diese Maschine rumgelaufen und haben gesagt, was wissen diese Journalisten, was wir nicht wissen? Was soll da passieren? Und haben uns lange damit auseinandergesetzt. Ein Kollege von mir hatte ein Projekt mit einer großen europäischen Post, die gesagt haben, wir wollen eigentlich 3D-Drucker, also die nächste industrielle Revolution, wir wollen teilhaben, wir wollen 3D-Drucker in jede einzelne unserer Filialen stellen. Und der hat wirklich gekämpft, die davon zu überzeugen, dass das nicht passieren wird, diese industrielle Revolution. Und die hatten den wahnsinnigen Angst, da den Anschluss zu verpassen. Das Gleiche sehen wir momentan, künstliche Intelligenz verändert alles. Ganz oft ist das Virtual Reality eben hier. Und ganz oft ist das eben journalistisch auch aufbereitet, weil ich kann natürlich keine Zeitschrift verkaufen, wenn ich draufschreibe, 3D-Drucker, ganz interessant für Hobby-Tüftler und besondere Einzelfälle. So, das kauft ja keiner. Und deswegen wird quasi ganz oft gesagt, das ist die absolute Revolution. Wer was dagegen sagt, ist immer gefährlich. Deswegen wollte ich das mitbringen. Man darf da durchaus eine gewisse Skepsis haben. Ich will aber auch gleichzeitig sagen, ich habe das neulich irgendwo vorgetragen. Danach kam eine Frau zu mir und sagte, ja, Herr Friesecke, ganz toll, Sie sprechen mir da genau aus der Seele. Ich versuche auch seit langem dagegen zu kämpfen, dass diese EC-Kartenzahlung eingeführt wird. Dieses ganze moderne Zeug gefällt mir nicht. Ich will wieder zurück auf das Bargeld. Das meine ich damit nicht. Ich meine aber wie vorher, dass wir wieder von dem, welches Problem wird hier eigentlich gelöst, wie wird das Problem damit adressiert und oder nicht. Nächstes Thema, was ich mitgebracht habe, ist, von überall droht Disruption. Sie haben wahrscheinlich dieses Disruptionsthema, ich nehme an, das wurde heute auch schon gesagt, ansonsten wird es noch gesagt, es kommt immer. Das war, ich habe 2012 haben wir ein Buch geschrieben oder verlegt über Innovation und haben wir überlegt, sollen wir über diese Disruption reden oder nicht. Das wurde damals, glaube ich, nur 5 Mal in den deutschen Medien überhaupt erwähnt. Und inzwischen ist es so ein Dauerbrenner. Ich war neulich auf so einem Event, da hingen große Plakate. Einer hieß der Disruptor, das war irgendwie so ein junger Typ, der irgendwie die Welt verändern sollte. Und der andere war ein Bewahrer und das war der Feind. Und eigentlich, es wird ständig erklärt, dass irgendetwas disruptiv ist. Und das Problem ist, dass niemand diese Theorie gelesen hat und weiß, was das eigentlich ist. Oder fast niemand. Und das ständig falsch verwendet wird. Deswegen wollte ich die Bühne nutzen, um einmal kurz zu erklären, was eigentlich Disruption ist. Und zwar ist Disruption ein ganz bestimmter Sonderfall einer Innovation. Und zwar wenn ein neues Produkt in den Markt geführt wird und das dafür sorgt, dass mehr Wettbewerb passiert und das alte Produkt möglicherweise einen Marktanteil verliert, dann nennen wir das schöpferische Zerstörung. Das gibt es seit Schumpeter, das findet man auch bei Marx. Das ist ein ganz altes Konzept, das ist absolut nichts Neues. Und Disruption ist ein Sonderfall, wo das neue Produkt entweder kostenlos oder wahnsinnig viel günstiger als das alte Produkt eingeführt wird, aber viel weniger Funktionen hat. Und der ursprüngliche Anbieter hat dann nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, und das ist, ins Luxussegment abzuhauen. Zu sagen, die Leute, die die höchste Zahlungsbereitschaft haben, die wollen von mir bestimmte Funktionen haben, die adressiere ich. Und im Laufe der Zeit wird diese kostenlose oder günstige Variante immer besser und frisst immer mehr Markt auf. Und die Idee dahinter ist, dass wenn so eine Situation entsteht, dann ist es fast unmöglich, sich dagegen zu wehren. Ein ganz bekanntes Beispiel kennen Sie alle, das ist Wikipedia. Es ist ein kostenloses Angebot, wo quasi eine Encyclopaedia Britannica oder ein Brockhaus die einzige Möglichkeit hatte zu überlegen, naja, wer kauft denn diese 24 Bände, können wir denen die noch teurer anbieten? Ganz oft wird das aber in ganz anderen Kontexten verwendet, wo das überhaupt nicht der Fall ist, wo einfach jemand sich E-Books, ja, das ist halt eine neue Technologie, die teilt den Markt auf, das Buch verschwindet nicht. Wir haben in Deutschland sogar eine Buchpreisbindung, das heißt, oftmals sind die überhaupt nicht günstiger, das hat mit Disruption überhaupt nichts zu tun, wird trotzdem ständig verwendet. Ein weiteres Beispiel, was Sie auch kennen für Disruption, ist das Auto und die Kutsche. Das Auto wurde am Anfang eingeführt, um günstigere Kutschen
anbieten zu können, weil eine Kutsche hatte so gewisse Folgekosten. Wenn man so einen Vierspänner hatte, müsste man Stallungen haben und irgendjemand, der sich um die Pferde kümmert und so weiter. Und wer sich das nicht leisten konnte, der ist eben auf das Auto umgestiegen. Und im Laufe der Zeit hatte dann irgendwann nur noch die Queen eine Kutsche. So, nächstes Thema, was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen auf die Zeit schauen, ist die größte Gefahr ist das Unbekannte. Jetzt habe ich vor Jahren mal zusammengesessen mit einem Daimler-Manager und habe ihn gefragt, was ist denn die größte Gefahr für Daimler? Und was hat er gesagt? Was? Hm? So, nee. Das, ja, ja, nein. Also er hat gesagt, das Google-Auto. Wenn das Google-Auto kommt, also die größte Angst hätten sie vor dem Google-Auto, weil was die möglicherweise machen könnten, das würde ja alles revolutionieren. Und dann meine ich, aber woher sollen die das denn können? Haben die denn da Erfahrung? Hätte er da irgendwelche Insights? Nein, aber das ist eine Technologiefirma, das sei die größte Gefahr. Und dann habe ich gefragt, ob nicht möglicherweise jemand wie Tesla eine größere Gefahr sein, weil im Vergleich zu Google würden die tatsächlich Autos verkaufen. Und dann sagte er, nein. Tesla, also die würden sehen, was die da machen. Die würden auch nur mit Wasser kochen. Was die da grundsätzlich bauen können, das könnte Mercedes auch. Aber was Google machen könnte, potenziell sei deutlich gefährlicher. Ich habe für letztes Jahr mal die Zahlen rausgesucht. Tesla hat in den USA doppelt so viele Luxuslimousinen oder Oberklasse-Limousinen verkauft wie Mercedes. Er hat in ganz Europa mehr verkauft als Mercedes, aber ist in seinen Augen eben keine Gefahr, weil er nachvollziehen kann, was passiert. Und das ist ein ganz typisches Bild, dass man irgendwie eine Konkurrenz hat, die sich langsam stückweise aufbaut und die nicht über Nacht kommt, einen Schalter umlegt und dann ist alles anders, sondern die sich Stück für Stück mausern und besser werden, aber dadurch, dass wir verstehen, was die machen, wir die Gefahr unterschätzen. Nächstes Thema, was ich mitgebracht habe, hören wir auch immer wieder, wir müssen von Startups lernen. Ich habe hier am Potsdamer Platz, ist so ein Coworking Space, WeWork, vielleicht kennt das jemand, da habe ich mit einem Startup gearbeitet, eine Zeit lang, in so einem Produktentwicklungsprojekt. Und da ist mir aufgefallen, dass da jede Woche so Touren waren von gestandenen Managern, immer jenseits der 50, graue Haare im Anzug, die sind da rumgelaufen, wie durch so ein Zoo, und haben sich Startups angeguckt, haben an der Tür geklopft und gefragt, ob sie irgendwie Wissen abgreifen können oder irgendwas in die Richtung. Und ich habe mir immer gefragt, was wollen die da? Und also wenn ich mir überlege, die Leute, mit denen ich studiert habe, die haben dann, sind danach entweder zu einem Konzern gegangen oder sie haben halt selber eine Firma aufgemacht. Das waren aber grundsätzlich erstmal Leute, die waren ähnlich intelligent. Und anstatt die eigenen Leute mal im Unternehmen, die Jungen, zu fragen, was man denn mit Digitalisierung macht oder die wenigstens mal mitzunehmen, wenn man von diesen Startups lernen möchte, waren das immer eine Gruppe von älteren Männern, die komplett ohne jemanden, der irgendwie in der gleichen Generation war, wie die, mit denen sie da reden wollten, da rumgelaufen sind und gesagt haben, was können wir hier lernen. In Silicon Valley, ich war eine Zeit lang in Silicon Valley, da an der Uni, und da gibt es ganze Touren, so Start-up-Touren, oder Start-ups, oft gucken sie sich da irgendwie etablierte Firmen an, da werden deutsche Manager in einen Bus gesetzt, neben andere deutsche Manager, die fahren dann von Start-up zu Start-up, um dort zu lernen. Und wenn ich so Leute in meinem Alter mit denen oder ein bisschen jüngere rede, dann hat das einen ganz interessanten Nebeneffekt, den viele nicht auf der Liste haben. Und zwar, dass sie die Ideen der eigenen Mitarbeiter damit verdrängen, weil die nicht mehr von einem Startup kommen. Das heißt, die wollen eine externe Validierung haben für eine Idee, nur dann sei das irgendwie was wert. Und was die eigenen Leute, ja, das ist nicht so wichtig, es müsste eher von einem Startup kommen. Es gibt in den 80er Jahren gibt es eine ganz bekannte Theorie, das nennt sich Not Invented Here-Syndrom, und das heißt, dass gute Entwicklungsteams ein Problem haben, Ideen von außerhalb anzunehmen, weil sie die Logik haben, dass sie sagen, naja, wir sind gut, das heißt, wir haben alle guten Ideen. Wenn jemand anders da draußen auch eine Idee hat und wir hatten die noch nicht, dann muss es nach der Logik heißen, die war nicht gut. Und deswegen Not Invented Here-Syndrom. Und was momentan passiert, ist das genaue Gegenteil, dass diese Manager sich sagen, naja, wenn das nicht von einem Startup kommt, dann ist das nicht gut, dann ist das nicht validiert und damit die eigene Kreativität der eigenen Mitarbeiter untergraben. Zwar einen, den habe ich mitgebracht, da freue ich mich sehr, weil den hatten wir heute schon. Digitalisierung verändert die Gesellschaft. Das wird immer wieder behauptet. Und wenn Sie mit einem Soziologen reden, dann drehen sich dem immer die Fußnägel hoch, weil da ist eine Kausalität drin. Das heißt, dass quasi die Entwicklung bereits in der Technologie festgelegt ist. Das hat man auch geglaubt vor etwa 70 Jahren. Das nennt sich Technikdeterminismus. So nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, wenn man einer Gesellschaft eine Atombombe gibt, dann ist klar, was die Gesellschaft damit macht. Und dann gab es zahlreiche Studien, die sich angeguckt haben, wie werden Technologien irgendwie ausgerollt. Und das eine Ding, was man nicht vorhersagen kann, ist, wie die tatsächlich genutzt werden. Gibt es in den 80er Jahren eine ganz spannende Studie, die haben sich angeguckt,
wie Krankenhäuser CT-Scanner installieren und was dann innerhalb dieser Krankenhäuser passiert. Verändert sich die Organisationsstruktur? Verändert sich die Machtstruktur? Wer benutzt eigentlich den CT-Scanner? Was passiert dann danach? Und das eine Schlüsselergebnis war, man kann das nicht vorhersagen. Je nachdem, was für eine Gruppe an Menschen sich dieser Technologie annimmt, kommt ein anderes Ergebnis raus. Und das ist ganz spannend, weil wenn wir sagen, Digitalisierung, die verändert die Gesellschaft, dann sind wir quasi passiver Zuschauer. Dann kann man eigentlich nicht wahnsinnig viel tun. Wenn wir aber gucken, was die Literatur tatsächlich davon sagt, ist, dass wir uns eben dieser Verantwortung nicht entbinden können. Technologie macht mit der Gesellschaft selber erstmal nichts, sondern Menschen nutzen Technologie für bestimmte Zwecke. Das heißt, es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir Technologie so einsetzen, wie wir die Gesellschaft gerne hätten und nicht einfach sagen, ja, wir müssen zugucken, das ist so eine Art Truck, der auf uns zufährt und wir können da sowieso nichts ändern, als es abzunicken. Also, heutzutage ist das Bild, was die Soziologen verwenden, eher, dass Technologie und Gesellschaft wie so ein Teppich ineinander verwebt ist. Man kriegt das eine nicht mehr aus dem anderen raus, aber man kann auch nicht sagen, dass die Technologie selber vorgibt, in welche Richtung die Gesellschaft läuft. Jetzt muss ich mich beeilen. Das kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Wissen ist überall verfügbar. Irgendwann darüber gestolpert, ein Kollege von mir kommt in mein Büro, ich hatte immer so eine Schale an irgendwie Süßigkeiten da, nimmt sich drei Rochers, steckt die rein und ist irgendwie komplett verzweifelt und sagt, wenn Wissen überall verfügbar sei, warum das dann immer nicht ausgerechnet nicht bei seinen Bachelorstudenten ankommen würde. Da haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, was eigentlich passiert. Und für Hochschullehrer ist das ein riesengroßes Problem. Weil was aktuell passiert, ist, dass wir eine unglaubliche Zunahme des Weltwissens haben. Je nachdem, welcher Studie man da glaubt, kann man sagen, irgendwie alle 8 bis 12 Jahre verdoppelt sich das Weltwissen, die Weltinformation sogar noch viel schneller. Und das sorgt dafür, dass es immer schwieriger wird, neues Wissen zu verstehen, weil es immer spezieller wird. Vor 200 Jahren hatte man so Universalgelehrte, die konnten Philosophie, Mathematik, Malen, Zeichnen und Architektur. Heutzutage verstehe ich nicht mal, was meine Kollegen irgendwie 3 Büros weitermachen, obwohl die im gleichen Department sind und eigentlich an Themen forschen, die irgendwo verwandt sind. Und das kommt daher, dass wir eben ein viel spezialisierteres Wissen haben. Wissen bedeutet ja eigentlich, dass ich eine Information in einem Kontext interpretieren kann. Wenn ich dazu bin ich aber nur in der Lage, wenn ich quasi das Wissen rund um das Wissen bereits habe. Wenn jetzt das Weltwissen aber immer mehr zunimmt, dann ist der Fleck, den wir selber noch kennen, immer kleiner. Das heißt, Wissen ist eigentlich nicht überall verfügbar, denn wenn es das wäre, dann bräuchten wir keinen Experten mehr, dann können wir einfach nachgucken, sondern es wird eigentlich immer seltener, dass man jemanden trifft, der irgendwas wirklich verstanden hat. Dadurch, dass Wissen immer mehr zunimmt, ist es immer unwahrscheinlicher, dass jemand was weiß. Das heißt, Wissen ist nicht überall verfügbar, sondern es wird quasi zu einem sehr seltenen Gut. Und für als Hochschullehrer ist das sehr, sehr schwierig, weil wir wissen, dass unsere einzelnen Disziplinen immer umfangreicher werden. Das heißt, wir versuchen, die in unsere Studenten reinzuquetschen und jeder andere versucht es auch. Und was damit als Nebeneffekt passiert, ist, dass wir Grundlagen erodieren. Weil wir nicht mehr die Zeit haben, Grundlagen so intensiv zu lehren, wie das früher noch der Fall war. So, glaube ich, 2 haben wir noch, ganz fix. Transparenz führt zu Sichtbarkeit. Habe ich lange selber dran geglaubt, immer gesagt, wir müssen irgendwie mehr Transparenz sorgen, damit dass Informationen sichtbarer werden. Und dahinter hängt ein Verständnis, dass wir sagen, naja, das wird wahrscheinlich irgendwie so einen Zusammenhang haben. Wenn wir Informationen transparent machen, dann sind die auch sichtbar. Und da gibt es eine ganz spannende Studie, die hat sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, das glauben die Leute immer, aber in der Realität sieht es so aus. Je mehr Transparenz wir haben, desto geringere Sichtbarkeit der Informationen haben wir alle. Das kennen Sie auch. Beispielsweise von der Lebensmittelampel. Die Lebensmittelampel, die Lebensmittelhersteller weigern sich nach wie vor in Deutschland, in Holland haben wir so Lebensmittelampeln, da ist so ein kleiner Smiley auf einer Wurst, da steht drauf, unglücklich, da kaufe ich keine Wurst, kaufe ich stattdessen ein Stück Gurke. Habe ich irgendwie Transparenz, relativ schnell sehe ich, ah ja, ist nicht so gesund. Die Lebensmittellobby sagt aber immer, naja, also dass da 0,2 Gramm Sodium drin sind, haben wir hinten drauf geschrieben, das sollte sich jeder zusammenreimen können, wie viel ungesünder das ist. Das heißt, das ist eigentlich versteckt irgendwo in der Menge an Transparenz. Sie kennen das auch, wenn Sie sich so große Fälle, irgendwie juristische Fälle angucken, da werden immer LKWs mit Akten vorgeladen. Irgendwo ist die relevante Akte drin, aber man hofft, dass in den Bergen der Akten in der Transparenz die tatsächliche Information nicht gefunden werden kann. Das heißt, wenn irgendjemand ruft, wir brauchen mehr Transparenz, dann immer überlegen, ob das nicht möglicherweise dafür sorgt, dass am Ende weniger sichtbar ist. Ich selber forsche viel zu Kreativität und stelle gerne so vor, wie Kreativität im Detail funktioniert. Und dann kommt immer der unkreativste Mensch im Raum auf mich zu danach und sagt irgendwie Kreativität, aber das wird eh alles abgeschafft durch künstliche Intelligenz. Und
ist ganz interessant. Das ist nämlich das gleiche Argument, das hatten wir vor 150 Jahren. Da wurde gesagt, die Fotografie schafft die Malerei ab. Weil wir müssen nicht mehr malen, wenn wir die Sachen eins zu eins abbilden können. Und das ist ein Jean-Michel Basquiat. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Wer sich für Kunst interessiert, hält das für ganz großartig. Das wurde für über 100 Millionen Dollar verkauft, dieses Werk. Wenn sich nicht, weil das irgendwie das erste Mal war, dass Straßenkunst auf der Art und Weise in Galerien gelandet ist und eine komplett neue Epoche der Kunst eingeläutet hat. Wenn Sie sich nicht für Kunst interessieren, dann sagen Sie, das kann ich auch. Weswegen ich das mitgebracht habe, ist zu erklären, dass dadurch, dass wir fotografieren konnten, die Kunst irgendwie gesagt hat, wir können jetzt auch andere Sachen machen, als immer die Realität abzubilden. Das heißt, wenn die künstliche Intelligenz uns irgendwie bei Kreativität helfen kann, dann wird das wahrscheinlich nicht die Kreativität abschaffen, sondern dafür sorgen, dass wir sie anders einsetzen können. Und der letzte, den ich habe, alle haben eine individuelle Präferenz, wird ständig gepredigt in Produktentwicklung. Wir müssen auf die individuelle Präferenz der Menschen eingehen. Das kennen Sie morgens bei Starbucks, wenn Sie aus irgendwie 20 Dingern auswählen müssen, ob Venti oder sonst was. Und Sie wissen nicht genau. Die Idee dahinter ist, wenn wir individuelle Präferenzen kennen und abfragen, dann können wir am nächsten an die Zahlungsbereitschaft der Menschen rankommen. Das ist so ein mikroökonomisches Ideal. Das Problem ist aber, dass wir alle ignorant sind, nur auf unterschiedlichen Themengebieten. Ich habe dieses Bild mitgebracht. Das ist ein, fragen Sie sich, was ist das? Das ist, ich habe eine Küche renoviert hier in Berlin. Ich bin ursprünglich aus Berlin. Habe eine Küche renoviert und habe gesagt, ich hätte gerne die Arbeitsplatte aus Beton. Und da hat mich der Mensch, der das machen sollte, gefragt, ja Beton, was für eine Farbe, welchen Beton? Ich so, Beton, grau, wie Straßenbeton. Und da brachte er mir diese Samples mit. Und hat gesagt, ich möge das Grau aussuchen. Ich glaube, ich habe das da gewählt. Und jedes Mal, wenn ich in diese Küche gehe, denke ich mir, ob ich nicht möglicherweise das falsche Grau. gewählt habe. Es nennt sich Paradox of Choice, dass wir oft das Problem haben, wenn wir zu viel Auswahl haben. Sie kennen das auch, wenn Sie zu einem Restaurant gehen, da gibt es 50 verschiedene Gerichte. Sie mit Sicherheit eins auswählen, wo Sie sagen, hätte ich mal was anderes genommen. Wenn es nur eins gibt, dann sind Sie in der Regel relativ zufrieden. Zweite Problem ist, dass Entscheidungen zu treffen, ist für Menschen anstrengend. Wir haben quasi ein gewisses Pool, wie viele Entscheidungen wir so am Tag treffen können. Wenn wir für jede Kleinigkeit, die uns nicht interessiert, wieder eine Entscheidung treffen müssen, dann sorgt es dafür, dass wir irgendwann entscheidungstechnisch K.O. sind. Und das dritte große Problem, was wir haben, ist, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, ihren Geschmack zum Ausdruck zu bringen. Das kennen Sie, wenn Sie irgendwie Freunde zum ersten Mal besuchen in der Wohnung und denken, oh, so interessant, wie die eingerichtet sind. Das ist vermutlich nicht deren Geschmack, aber die Unfähigkeit, den eigenen Geschmack zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, diese individuelle Präferenz mag man haben, aber ganz oft ist man besser damit beraten, wenn man eine kuratierte Auswahl schon vorgibt und sagt, die Sachen sind so unterschiedlich, wenn ich in ein Restaurant gehe, möchte ich vielleicht Schnitzel oder vielleicht Fisch, aber nicht 19 verschiedene Schnitzel. Die Entscheidung zwischen Fisch und Schnitzel kann ich noch treffen, zwischen 19 Schnitzel kann ich das nicht. So, normalerweise bin ich jetzt fertig und würde sagen, wer anderer Meinung ist, kann mit mir darüber streiten. Mein Problem ist, dass ich auf den Flieger muss. Deswegen gebe ich Ihnen meine E-Mail-Adresse und wenn Sie anderer Meinung sind, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben und dann streiten wir das digital aus. Damit bin ich durch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß. Ich nehme das mal mit. Wir bleiben mal noch kurz da. Ja. Sascha, vielen lieben Dank für die Inspiration. Gibt es Hoffnung für uns Unternehmer, dass die Wissenschaft wieder mehr Einzug hält? Es erinnert mich so ein bisschen an das Thema Agilität. Ich glaube, es ist auch so in aller Munde und da gibt es auch eine wissenschaftliche Basis, kennt aber, glaube ich, nur ganz wenige. Ja, ich glaube, das ist in gewisser Weise, muss man auch die Wissenschaft da in die Verantwortung nehmen, mal vorbeizukommen, ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube schon, habe ich gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Ich glaube schon, dass das natürlich sehr einfach auch ist, für die Wissenschaftler sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn sie das machen und niemanden irgendwie hinschicken, der sagt, naja, das wissen wir eigentlich aus der Forschung, dann füllt diese Lücke halt irgendjemand anders. Und in der Regel ist irgendjemand anders hat, das ist dieses App-Thema. Wenn man Leute fragt, die Apps entwickeln, was denn die Zukunft ist, dann sagen die Apps und wir können das auch verkaufen. Und wenn man jemanden hat, der gleichzeitig Interesse hat zu verkaufen, dann ist das immer die Konsequenz, dass das angeboten wird, was verkauft werden kann. Und wenn ich einen Agilitätstrainer habe, dann ist Agilität der Schlüssel. Und wenn ich jemand anderes habe, dann ist das halt was anderes. Das ist ein Problem, ist immer ein Problem. Wir machen Baufinanzierung. Ja, Sascha, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne. Dankeschön. Gerne.